Das ist eine alte Seite mit Skizzen. Damals, zu diesem Zeitpunkt, war das noch ein Sechseck und sollte eben irgendwie so molekular wirken. Das Sechseck ist eben sehr gut, um es miteinander zu kombinieren. Das Siebeneck ist interessant, weil es irgendwie nicht mehr kombinierbar ist, irgendwie so etwas wie ein Einzelelement. Und die eine Seite symmetrisch ist in dem Sinn, dass die Spitze immer genau auf der Mitte des anderen Punktes liegt. Der Titel Molekularorgel war eigentlich das erste, was festgestanden ist. Das war einfach nur mal angedacht, die Kombination aus einem chemischen Prozess und einem musikalischen Prozess. Musik ist mir eigentlich sehr wichtig, weil sie im Gegensatz zu einer Zeichnung eines der unmittelbarsten Medien ist. Und deswegen finde ich es sehr interessant, das mit Skulptur, mit einer Materie, mit etwas Festem zu verbinden, dass dann irgendwie beides ist, sozusagen etwas Immaterielles, ein Klang, eine Schwingung in der Luft und gleichzeitig irgendwie eine feste Materie. Die Verbindung zwischen der Chemie und der Molekularorgel besteht darin, dass das Ganze so etwas ist wie ein Molekül, das noch nicht existiert. Weil eben es anders als ein Sechseck eben auf einem Siebeneck aufbaut, ein Soundmolekül ist, das noch irgendwie völlig unerforscht ist und ausschaut wie ein Laboratorium, das auch versinnbildlicht. Der erste Schritt war die Definition dieser Fläche, dieses Dreiecks, weil das zu einem Zeitpunkt stattfinden musste, wo das ganze Gebäude geplant wurde, wo da hier diese Decke in Planung war. Das war schon vor 1,5 Jahren. Der zweite Schritt war dann, das ganze Modell einmal irgendwie zu realisieren, wobei es schwierig ist, weil wir noch nicht wussten, wie die Instrumente ausschauen, das Modell zu bauen. Also es war eigentlich immer so, dass wir nicht wussten genau, wie das jetzt ausschauen wird. Was der Instrumentenbauer gemacht hat, er hat einfach die ganzen Instrumente, die normal eingerollt sind, entwickelt. Dadurch ergibt sich dann dieses ganze Gewirr, das eigentlich scheinbar sehr chaotisch ausschaut, aber eine genaue Abfolge der Längen ist einfach, die da gestaffelt an verschiedenen Punkten in diesen Kreislauf eintreten. Dann haben wir diese Instrumente gefasst, sozusagen die Struktur, alles was da hier Silber ist, angefertigt, sozusagen um die Instrumente eine Hülle drum gebaut, hertransportiert, aufs Dach gehoben und sehen wieder hier vor Ort alles verschweißt und dann die ganzen Instrumente aufgebaut. Ich zeichne sehr viel und bei den Skulpturen, wenn es dann wirklich materiell hergestellt wird, dann ist mir das sehr wichtig, dass es irgendwie so etwas ist wie ein Instrument im übertragensten Sinn. Das heißt, dass es tatsächlich ein Instrument ist oder dass man mit dem irgendwas etwas anderes bedienen kann oder dass es sowas gibt wie eine Möglichkeit. Die Orgel ist ein Gruppeninstrument für 35 Leute, Musiker bzw. Blechbläser und besteht aus 7 Tuben, 14 Trompeten und 14 Posaunen drauf. Der Peter Jakober hat mitgeholfen, die Stimmung zu definieren. Und die Instrumente sind alle gefertigt von einem Instrumentenbauer, von Alois Meyer. Die Posaunen stehen alle innen. Es stehen jeweils 2 Leute innen und 3 Leute außen, die 2 Trompeten außen und die Tuba in der Mitte. Sobald das Instrument in Betrieb genommen wird,
Es erfolgt mittels eines Rituals, in dem da hier ein Schlüsselschalter ist, das Ganze dann hydraulisch herunterfährt. Und sobald es in Betrieb genommen wird, sich von der Skulptur zum Instrument wandelt, sozusagen in einen energetischen Prozess eintritt, wird das ganze Gebäude vom Klang durchflutet. Also umso mehr Energie hinein investiert wird, umso mehr Leute werden angesprochen und werden irgendwie vielleicht finden einen Anlass, auch herzukommen oder was auch immer. Die ganze Skulptur ist in der Architektur eingebettet, steht am Hörsaal drauf, ist wirklich Kunst am Bau, auch im wortwörtlichen Sinn. Und sobald sie in Betrieb geht, wird zwangsläufig der gesamte architektonische Raum mit diesem Klangkörper umstülpt oder durchdrungen.